Heute spreche ich mit Rechengenie Rüdiger Gamm. Rüdiger, ich freue mich total, dass du Zeit hast heute. Hallo, ich freue mich auch. Hi. Was gibt's Neues? Du trainierst wie ein Wahnsinniger. Alle, die dir in den sozialen Medien folgen, sehen, dass sozusagen dein Muskelpaket wächst und wächst und wächst. Was trainierst du im Moment mehr, dein Hirn oder dein Bizeps? Also ich habe ja die Philosophie, dass man das nicht nur im Hirn haben sollte, sondern auch in den Muskeln, mal dieses alte Klischee andersrum. Und ich schaue, dass ich beides gleich trainiere. Du hast ja gesagt, es gibt immer auch eine Sache mit der Disziplin. Was ist schwerer, die Muskelmasse diszipliniert zu trainieren oder die Hirnleistung? Also normalerweise gleicht sich das aus, aber im Moment ist es schon ein bisschen schwieriger, die Muskelmasse zu trainieren, weil es einfach wirklich im Studio auch wehtut. Und vor allem, wenn ich jetzt aufbauen möchte, ich muss ja in einen Kalorienüberschuss kommen. Das heißt, ich muss essen, essen, essen. Komme oft nicht drüber, aber das Leben eines Bodybuilders besteht vor allem darin, wie kann ich so viel essen, dass ich zunehme, dass ich Muskelmasse aufbaue. Und das ist oft nicht einfach. Das ist beneidenswert, Rüdiger. Ich habe mich noch nie mit der Frage beschäftigen dürfen, wie viel ich essen kann, damit ich zunehme. Das würde ich mir... Und einfach. Das würde ich mir... Kannst du nachher ausrechnen. Ich fürchte, dass es dann, ich fürchte, dass ich dann nicht zu meinem Wunschessensplan kommen würde. Dann müsste ich ja noch mehr Sport machen, oder eigentlich? Wie viel Zeit verbringst du jeden Tag im Fitnessstudio? Also ich habe jetzt einen Plan, ich habe den Körper gesplittet. Das heißt, ich trainiere nicht alle Muskeln an einem Tag, sondern ich teile es in 3 Tage auf. Ich trainiere 3 Tage hintereinander und mache dann 2 Tage komplett Pause. Ich halte nichts davon, jetzt stundenlang im Studio zu verbringen. Das Programm muss kurz und knackig sein. Es muss ein trainingswirksamer Reiz gesetzt werden, der funktioniert. Und das reicht aus. Also ein Training bei mir dauert selten länger als 1 Stunde. Von der Muskelmasse mal abgesehen, du bist ein begehrter Vortragsredner und Coach. Was können denn so, ich sage jetzt mal, ein durchschnittlich muskulöser Geschäftsmann, was kann der von dir lernen? Was bringst du denen bei? Ja, der kann von mir vor allem lernen, seine Talente zu entdecken. Wir sein Gehirn auch nutzbringend nutzen, für sich selbst nutzen kann. Einfach seine Potenziale aktivieren und wie man auch mit weniger Aufwand jetzt mehr erreichen kann. Es ist ja so, wenn ich den Leuten zeige, wie sie Höchstleistungen oder Mehrleistungen, es müssen nicht immer Höchstleistungen sein, erreichen können, denken auch viele auch immer, ich muss jetzt noch mehr arbeiten, noch mehr tun, damit ich erfolgreich bin. Gut, zugegebenermaßen, ja, das muss man. Aber wenn ich erfolgreich sein möchte, wenn ich ins Business gehen will, muss ich zuerst eins lernen. Und das heißt entspannen. Denn wenn ich das nicht kann, dann ist der Herzinfarkt und das Burnout vorprogrammiert. Aber der schlimmste Spruch, den man doch zu jemandem sagen kann, der in so einem Hamsterrad läuft, ist, komm mal runter, entspann dich mal. Drehen die Leute nicht durch, wenn du sowas zu ihnen sagst? So einfach ist das nicht. Den Spruch bringe ich normalerweise auch nicht. Entspannen muss man lernen. Das bringt es nicht, jemandem zu sagen, das geht genau das gleiche Quatsch wie, reiß dich doch zusammen bei Depressionen. Das funktioniert einfach nicht. Das kann man machen über Atemtechnik, über Vorstellungsübungen. Funktioniert auch, da bin ich auch ehrlich, nicht immer bei manchen, ja, aber nicht immer auf Anhieb. Manchmal muss man das wirklich Wochen und Monate lang trainieren, bis man auf Knopfdruck abschalten kann. Und auch Vorsicht, jegliche Entspannungstechnik kann den Urlaub auch nicht ausgleichen. Denn wenn ich nur auf Entspannungstechniken gehe, dann wird das Ganze nur verdrängt und irgendwann kommt der Burnout noch viel schlimmer. Du hast gesagt, man muss mehr dahin kommen, seine eigenen Potenziale zu nutzen. Was ja. Aber, wenn ich meine wahren Potenziale gar nicht kenne? Ja, da kann man sich einfach fragen, also unbewusst weiß man schon, was man kann, wo die Potenziale liegen. Was habe ich als Kind zum Beispiel gern gemacht? Wo liegen im Moment meine Stärken? Und oft liegt es nur daran, dass ich mich nicht getraue, meine wirklichen Talente auszutrainieren, zu entwickeln und auch gegen den oft Widerstand des Umfelds dann durchzusetzen. Weil es oft heißt, was machst du für einen Blödsinn, das bringt doch nichts. Ja, und da muss man wirklich den Weg geradeaus gehen, sich das auch getrauen. Woher nimmt man den Mut?
Woher nennt man den Mut? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das hängt auch natürlich vom Persönlichkeitstypen ab. Von einem ist es überhaupt kein Problem. Ich sage dann einfach, ich mache es dann einfach. Aber viele sind auch von der Erziehung auch natürlich so geprägt, dass sie sich wirklich nicht getrauen, aus sich rauszugehen, die Talente zu entwickeln, weil sie ein Leben lang auch vom Umfeld, auch oft von der Familie unten gehalten worden sind, eingeschüchtert worden sind. Die Hochbegabung, das Talent ist was Widernatürliches und getrauen sich wirklich nicht, das Ganze dann anzugehen und zu entwickeln. Du hast dir eine tolle Frau rausgesucht, die derer Solidarität und Unterstützung du blind sicher sein kannst. Wie hast du dein restliches Umfeld so sortiert, dass es dir gut tut? Ich glaube nicht, dass ich selbst mein Umfeld sortiert habe. Das sortiert sich um mich rum. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich benutze jetzt mal bewusst den Begriff, dumme Menschen zu ignorieren. Und dann löst sich das Problem meistens von selber. Und man braucht jetzt natürlich auch keinen Freundeskreis von 500 Leuten. Wenn das 7 bis 10 Leute sind, dann ist das gut. Rüdiger, was sind Momente, wo auch so eine Maschine wie du sitzt und zweifelt? Gibt es die noch? Ja, die gibt's natürlich. Ich zweifle immer noch dran, wenn ich zum Beispiel höre von Eltern, ja, mein Kind ist hochbegabt. Wie kann es damit zurechtkommen? Oder noch schlimmer, was kann ich gegen diese Hochbegabung tun? Ich meine, eine Hochbegabung ist doch ein Geschenk. Ich sage das mal so, in den USA und in England heißt Hochbegabte ja gifted. Gifted heißt beschenkt. Und so werden die da auch. Ist auch nicht alles Gold, was glänzt da drüben, aber so werden die dort auch behandelt. Ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo wirklich die Hochbegabung noch als Krankheit, als unnatürlich angesehen wird, wo sie im besten Fall auch belächelt wird. Und ich benutze ja auch oft wirklich da oft auch scharfe Worte. Auch ganz klar, 80% der Leute sind vollkommen in Ordnung. Die sehen das positiv. Aber es gibt diese 20%, ich sage es mal, wie nennt man sowas, Evolutionsverweigerer, deren einziger Lebenssinn darin besteht, anderen Menschen, die was erreichen wollen, im Leben zu stehen. Ich bin auch schon gefragt worden, ja, warum benutzt du dein Talent nicht dafür, um was für mich zu verbessern, um mir zu helfen? Da habe ich zu dem gesagt, du hast mich ein Leben lang ausgelacht, du ignorierst mich immer noch, du verarschst mich doch die ganze Zeit. Warum soll ich dein beschissenes, kleinkariertes Leben jetzt besser machen? Du kannst von mir aus dort hin zurückkehren, wo du hingehörst, in deine Höhle. Du hast ja auch mit Kindern und Jugendlichen schon gearbeitet und hast mit denen viele Gespräche geführt. Was hast du denen mitgeben können? Einem Kind kann man eigentlich nur den Rat geben, glaube an dich, folge deine Träume, verliere deine Träume nicht aus den Augen und du bist etwas Besonderes. Wobei man auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn die Eltern kommen und sagen, mein Kind ist hochbegabt. In 90% aller Fälle sind die Kinder nicht wirklich hochbegabt, sondern die Eltern projizieren einfach ihr Wunschdenken in die Kinder und dann wird es fatal. Dann wird das Kind gezwungen zu lernen. Bestes Beispiel. Die Südkoreaner mal als Beispiel. Die zwingen ja zum Beispiel ihre Kinder, ein Musikinstrument zu spielen. Mama hat versagt, also muss die Tochter das machen. Und dann trainiert das Kind ab dem 2. Lebensjahr 8 Stunden am Tag Geige spielen. Hat kein Talent, gar nichts und wird sozusagen ja wirklich vernichtet. Da muss man immer aufpassen, dass die Eltern nicht irgendein Talent, das sie anscheinend sehen, in das Kind reinprojizieren. Aber das ist ja wirklich eine fatale Geschichte, denn auf der einen Seite gibt es Eltern, die sich nicht trauen, über die wirkliche Hochbegabung ihrer Kinder zu sprechen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es Eltern, die das verzweifelt wollen. Wie löst man diese vertragte Diskrepanz? Also ich habe noch keinem Kind helfen können, wo die Eltern gesagt haben, du bist hochbegabt, du musst jetzt hochbegabt sein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich nur bei Kindern, die wirklich hochbegabt sind, wo auch die Eltern
dahinter stehen. Und da mache ich mir auch keine Illusionen mehr. Ich habe mir schon lange abgewöhnt, Leute zu bekehren, zu überzeugen. Wenn die Überzeugung nicht von Grund auf von beiden Seiten, von Kind und Eltern da ist, wird es nicht funktionieren. Du sagst, sag den Kindern, sie sollen ihre Träume und ihre Wünsche verwirklichen. Das setzt aber doch auch voraus, dass das Umfeld das unterstützt. Was machen Kinder, die nicht gesehen werden? Also das Umfeld ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer so, Hochbegabung oder Höchstbegabung hängt eigentlich von drei Faktoren ab. Zum einen die Begabung. Die Begabung sagt aus, was geben meine Vorfahren damit? Die genetische Komponente. Die kann man nicht ändern. Durch Epigenetik im Alter vielleicht noch ein bisschen, aber das ist vorgegeben. Die zweite wichtige Komponente ist, wie entwickelt sich mein Gehirn die ersten 5 bis 7 Lebensjahre? Und da ist das Umfeld alles. Das hängt nur vom Umfeld ab. Und der dritte Punkt ist natürlich, wie fördere ich als Erwachsener mein Gehirn gerade? Wie trainiere ich mein Gehirn? Habe ich Abwechslung? Habe ich Spaß am Lernen? Ja, das ist sozusagen mein 3-Punkte-Plan. Wenn ich einen Punkt erfülle, dann komme ich normal durchs Leben. Kein Problem. Wenn ich beide Punkte erfülle, dann kann ich spreche jetzt mal klischeehalber, Abitur mit 1,0 machen. Wenn alle 3 Punkte zusammenkommen, dann wird es natürlich interessant. Wenn kein Punkt zusammenkommt, macht auch nichts. Dann kann ich immer noch ins Nachmittagsfernsehen bei Sat 1. Funktioniert ja auch. Yeah. Oder bei RTL 2. Aber auch nur Nachmittagsprogramm, oder? Ja, und gibt es diese Talkshows noch nicht mehr, gell? Ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Rüdiger, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du super allergisch darauf reagierst, wenn man versucht, bei dir herauszufinden, was mit dir alles nicht stimmt. Warum glaubst du, versuchen, dass Menschen, die mit dir zu tun haben oder über dich berichten, immer wieder aus dir so einen Freak zu machen? Ja, das sind diese 20%, wie ich immer sage, Evolutionsverweigerung. Wenn ich im Leben das tue, nichts bringe, muss ich natürlich versuchen, den anderen runterzuziehen. Und das macht man am besten über solche Fragen. Ja, wo hat er eine Behinderung? Man stochert immer dahin, darum, wo der Mensch Defizite hat. Ja, ich habe Defizite, aber auch nicht mehr als ein ganz normaler Mensch. Aber bei einem Hochbegabten, da kann man natürlich ganz anders drauf rumreiten. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht zeichnen. Ich bin zeichnerisch begabt wie ein 3-jähriges Kind. Da falle ich natürlich hoffnungslos durch. Da bin ich dumm. Wenn man so einen Punkt findet, kann man natürlich drauf rumreiten. Die Fähigkeit, die du hast, diese Maschine, die du in deinem Kopf hast, lässt sich ja eigentlich in kein Schema pressen. Und dein ehemaliger Ausbilder bei der Versicherung hat ja auch gesagt, der Rüdiger war nur frei, wenn er gerechnet hat, also wenn er das tun durfte, was ihm wirklich was bedeutet. Also so tickst du ja auch. Sind so begabte Menschen wie du überhaupt in der Lage, sich in irgendein System einzuordnen? Ja, ich hoffe ja, dass diese Menschen das nicht freiwillig tun. Weil was passiert, wenn ich mich als hochbegabt ins System einordne? Ich glaube, nach dem Motto, herausragende Mägen, die sind eingehämmert werden, wird auf Normalniveau zurückgedrückt. Und es ist doch schade. Es sind doch die Hochbegabten, die die Menschheit immer vorangebracht haben. Ohne die Hochbegabten und die Höchstbegabten könnten wir heute noch nicht fliegen. Wir könnten uns jetzt auch nicht unterhalten. Ja, wir würden wahrscheinlich noch, Entschuldigung, heute keine Toilettenspülung haben und eine Waldkarte. Entschuldigung, und die Hochbegabten. Wenn ich die Potenziale der Hochbegabten nicht nutze, dann ist die Menschheit doch verloren. Die Begrifflichkeit der Elite ist nach wie vor ein Problem. Du hast eben gesagt, in anderen Ländern, in Amerika, wird viel mehr Begabtenförderung betrieben und man scheut sich nicht vor einer gewissen Eliteförderung, vor einer Begabungsförderung. Warum haben wir damit hier in diesem Land immer noch so ein Problem, deiner Meinung nach? Ja, nur das
wenn ich mal ein bisschen genauer hinhören, es regnet hier und es ist eine relativ große Lärmkulisse. Aber ich habe die Frage, glaube ich, verstanden, warum hier in Deutschland Hochbegabte nicht so gefördert werden. Warum wir ein Problem haben mit dem Elite-Begriff. Das ist ein ziemlich heikles Thema. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit der Zeit zwischen 1933 und 1945 zu tun. Der Begriff Elite ist in Deutschland relativ negativ angeschwärzt. Und ich glaube, das hat zum einen damit zu tun. Und der andere Punkt, das habe ich glaube auch in der Sendung gesagt, warum man mit Hochbegabten ein Thema hat in Mitteleuropa. Früher waren ja diese intelligenten Menschen ja unbegreiflich. Und als es unbegreiflich war, war ja übernatürlich. Und übernatürlich war ja nichts Göttliches, sondern es war ja was mit dem Teufel zu tun hat. Und das hat man melden müssen oder hat man bekämpft. Und dieses unbewusste Denken, ich glaube, das zieht sich in Europa, vor allem in Deutschland, immer noch wie ein roter Faden durch diese Geschichte. Was wäre deine Lösung, wie man das mildern kann und diese Angst und diese Besetzung, dass man sich nicht mehr so scheut vor dem Begriff? Oder hast du einen anderen Begriff, einen besseren Begriff? Ja, einfach offener mit dem Thema umgehen, da kann man schon viel erreichen. Ja, mache ich mir auch keine Illusionen. Viele, die werden nicht, da reicht der Intellekt nicht dazu aus, offen zu sein. Aber es gibt auch welche, da würde ich, wenn ich mit denen rede, da werden die auch offener und werden mit dem für das Thema offener. Es sind ja nicht alle Menschen jetzt so, dass sie stur sind und verbrämt und nur an eine Meinung glauben. Die sind ja interessiert, die sind ja neugierig. Die stellen zwar dumme Fragen, aber die sind nicht dumm, weil sie es nicht besser können. Da kann man auch argumentieren. Aber wie gesagt, bei manchen Menschen, da braucht die Hoffnung aufgeben. Das ist hier so, das ist auch im Fitnessstudio da. Die glauben dir nichts. Die haben irgendwelche Theorien aus YouTube gehört und da wird der Bizeps halt so trainiert. Und wenn der Bizeps nach 2 Jahren reißt, scheißegal, hat er auf YouTube immer noch recht gehabt. Rüdiger, wir haben oft schon über das Thema Glück und hohe Intelligenz gesprochen. Wann schaffen Habe ich das nicht verstanden? Regnet es bei euch so doll? Ja. Ich denke, in Süddeutschland scheint immer die Sonne. Also hier im Norden gerade ist es wunderschön. Ja? Wir haben oft gesprochen schon über hochbegabte Menschen und das Streben nach Glück. Ja. Wie können Hochbegabte glücklich sein? Indem sie sich antrainieren und angewöhnen, sich nicht von der Meinung anderer abhängig zu machen. Ich meine, was stört mich das Denken von anderen? Der Einzige, der mein Denken negativ machen kann, das bin ich ja selber. Und wenn andere Menschen negativ reden, finde ich das auch nicht schlimm. Und das ist auch, ich sage es jetzt mal so, es gibt da auch einen Unterschied zwischen Neid und Missgunst. Von was ich gerade geredet habe, das ist der Neid. Neid ist nicht unbedingt schlecht. Neid heißt ja, Scheiße, der hat was, was ich nicht habe, der kann was, was ich nicht kann. Was kann ich machen, damit ich genauso werde wie er? So, das ist der Neid. Jetzt kommt aber das typisch, nenne ich jetzt mal mitteleuropäisch-deutsche Problem, die Missgunst. Missgunst gibt es auch in anderen Ländern, aber nicht annähernd so verbreitet wie in Deutschland. Missgunst heißt, Scheiße, der hat was, was ich nicht habe, der kann was, was ich nicht kann. Was kann ich tun, um ihm Steine in den Weg zu werfen, damit er auf mein faules, bequemes Mittelmaß zurückfällt? Das ist der Unterschied. Und erst beim zweiten wird es gefährlich. Aber das braucht doch eine Menge Selbstbewusstsein. Also der Rat zu sagen, ich scheiße jetzt mal auf die Meinung anderer, ich ignoriere das. Damit müsste man ja tatsächlich unterdrücken, dass es einen doch trifft, traurig macht, fertig macht, beschneidet. Wie schafft man das? Viele Hochbegabte haben ja vergessen, sich ein gesundes Ego anzutrainieren. Das habe ich auch nicht immer gehabt, aber ich habe das Glück gehabt. Ich habe mich damals als 15-Jähriger über Bodybuilding aus dem ganzen Sumpf rausgezogen. Bodybuilding ist eine ganz primitive Sportart.
eigentlich die primitivsten überhaupt. Aber es gibt nichts Besseres, um Selbstbewusstsein und auch Disziplin fürs Leben aufzubauen. Und wer 2, 3 Jahre Bodybuilding macht und das dann erträgt, das Geschwätz von außen, das lernt, den macht auch später das, was über Hochbegabung sagt, das nichts mehr aus. Woran liegt das? Das finde ich einen spannenden Gedanken, weil du über diese primitive Sportart, wie du es nennst, mehr Zugang hat zu vielen? Zu vielen, wie meinst du das? Zu vielen Menschen. Also ich sag mal, Hochbegabung, ich sage es jetzt mal ganz simpel, Rüdiger Gamm-Style, Hochbegabung versteht keiner, aber Bodybuilding weiß jeder, was es ist. Ja. Also ist sozusagen dein Bodybuilding der Zugang zu dem hochbegabten Rüdiger? Ja, ich sage es mal, ja. Auch Arnold Schwarzenegger hat ja gesagt, er wäre nie erfolgreich im Leben gewesen, wenn er nicht Bodybuilder gewesen wäre. Und über diese Sportart, du lernst so viel an Disziplin, an Durchhaltevermögen, das prägt dich fürs Leben. Und wenn du das auch auf andere Bereiche anwenden kannst, dann hast du gewonnen. Du kannst natürlich auch über Bodybuilding dein Umfeld nicht ändern. Du kannst es dir ein anderes Umfeld aussuchen, aber du kannst es nicht ändern. Aber für mich war das sozusagen ein Königsweg. Das heißt, in Zukunft schicken wir die Hochbegabten alle zu dir ins Fitnessstudio? Ja, ich würde es jetzt mal nicht übertreiben. Da halte ich jetzt auch nichts davon. Aber ich habe wirklich die Meinung, ja, viele Hochbegabte, die sollten sich nicht nur hinter den Computer zurückziehen, sondern sie sollten auch rausgehen, Sport machen und sich selbst beweisen. Das wird nicht bei jedem funktionieren. Bei den Menschen mit Asperger-Syndrom habe ich da wenig Hoffnung, dass sich da was tut. Aber Widerspruch eigentlich zu diesem Sport ist, ein normaler Hochbegabter, der kann sich auch wirklich über Sport und über Bodybuilding sein Selbstbewusstsein stärken. Die Worte Hochbegabung und primitiver Sport in einem Satz als Kombination finde ich spannend. Ja. Sag nochmal, was daran ist nicht primitiv? Denn wenn es wirklich primitiv an sich wäre, würdest du es nicht machen. Also was sind die Aspekte an Bodybuilding, die ja fast schon intellektuell dich fördern oder stimulieren? Für mich ist ein Bodybuilder eigentlich eine Art Bildhauer. Mein Körper schleppe ich mein ganzes Leben durch mein Leben. Sehe ich den ganzen Tag im Spiegel, sehe ich die ganze Zeit vor mir. Und hier habe ich eine aktive Möglichkeit, auch meinen Körper wie ein Bildhauer am eigenen Körper zu verändern. Und das macht es wieder spannend, das macht es wieder trotz aller Primitivität zu einer intellektuellen Sportart. Und das wirkliche Bodybuilding hat auch nichts mit Gewichtelüften zu tun. Ich sage immer, Bodybuilding kann das tief Geistige sein. Bodybuilding ist eine Art Meditation mit Gewichten. Rüdiger Gamm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Liebe in den Süden. Vielen Dank.